entwickelt und produziert Exoskelette. Und ich spreche jetzt mit Jonas Mast. Sie sind CEO bei Unic. Herzlich willkommen auf der A+A 2021. Was haben Sie uns mitgebracht? Was ist ein Exoskelett und wofür braucht man das eigentlich? Ja, Exoskelett kommt eigentlich aus dem Biologischen. Man spricht beim Exoskelett von einem außenliegenden Skelett. Der Mensch hat ein Endoskelett, das ist innenliegend. Das ist somit ein außenliegendes Skelett, eine Stützstruktur, die außen am Menschen vorbeiläuft. Warum brauchen wir extra Exoskelette dann? Das ist eine gute Frage. Also Exoskelette werden dann eingesetzt, wenn zum Beispiel viel gehoben werden muss, wenn viel bewegt wird, um den Körper zu unterstützen in verschiedenen Ansichten. Also zum einen durch eine Kraftunterstützung, aber zum einen auch von der Strukturunterstützung. Unser System geht eher darauf ab, dass man die Kraft unterstützt, dass eine Unterstützung stattfindet beim Heben und beim Tragen und zusätzlich noch eine Sensibilisierung, dass der Rücken gerade gehalten wird. Mhm, verstehe. Ist das auch die Zukunft in der Arbeitswelt, dass wir eben immer mehr Unterstützung brauchen? Es ist auf jeden Fall ein Thema, denn über Jahre hinweg hat man versucht zu automatisieren. Die Automatisierung schreitet auch voran, Robotik und sonstige Themen. Aber die Herausforderung ist nach wie vor, dass wir das klassische Endzustellung beim Paketzustellung haben. Das lässt sich sehr schwer bis gar nicht automatisieren. Und so gibt es viele Tätigkeiten in der Industrie, aber auch in Gastronomie, Landwirtschaft, in verschiedenen Bereichen, allein schon in Pflege, die nicht automatisierbar sind und wo immer der Mensch irgendwas heben, tragen und bewegen muss. Und daher ist da nach wie vor die Zukunft eine neue Technologie, die da Einzug erhält und auch jetzt die letzten Jahre Aufschwung erhält. Welche Innovationen habt ihr denn auf die A+A mitgebracht? Ja, wir haben einmal unser Soft Exo Lift dabei. Der Soft Exo Lift unterstützt beim Aufstehen, aber auch beim Überbeugen und sensibilisiert. Das ist das eine. Wir können uns das gleich dann auch mal angucken. Und das nächste Punkt, was wir dabei haben, ist das Soft Exo Carry. Das Carry unterstützt beim Tragen von Lasten, die ich mir auf meine Hüfte ablegen kann und somit den Rücken entlaste. Und ein ganz neues Thema, wo wir gerade angehen, ist die Pflegebranche, wo wir das Soft Exo Lift für die Pflegebranche aufgewertet haben. Das heißt, da sind Griffe dran, dass sich Patienten, alte Personen, aber auch behinderte Personen dran festhalten können an dem Pflegepersonal und sie ihren Rücken entlasten kann beim Rausheben, beim Lagern von solchen Personen. Wichtiges Thema auf jeden Fall. Inwiefern bekommt ihr dann Zuspruch auch von den Besuchern und Kunden, die hier auch schon vorbeigekommen sind? Ja, super. Also für viele ist das Thema noch absolut neu. Viele verbinden Exoskelett mit Science Fiction, mit irgendwelchen Filmen und sonstigen Themen. Aber was hier besonders ist, ist, wenn man das anhat und selber jetzt Dinge trägt und merkt, wow, was für eine Unterstützung ist da dahinter und was hilft's. Und wenn man es überlegt, dass sich Logistikmitarbeiter 200-300 Mal pro Stunde so eine Last bewegen und wie viele Tonnen das pro Tag sind, kann man sich so ein bisschen erahnen, was für eine Reduzierung auch stattfindet und was für eine Erleichterung das für die Person auch ist. Und das werden uns auch die Nutzer spiegeln uns das auch zurück. Wunderbar, dann vielen Dank fürs Gespräch und noch eine erfolgreiche Messe hier in Düsseldorf. Vielen Dank.